aufwendig, die Zeit ist so kurz, da bleibt keine Zeit für 36 Termine. Relativ häufig, weil zum Beispiel unser Chor singt in Schwarz-Rot, da gehört das sozusagen zur Dienstkleidung. Aber ich gebe zu, dass das seltener ist, aber kommt sonst auch häufig vor. Puh, irgendwie ist sie ja doch sehr konstant und zuverlässig, aber gut, sie ist bei andere Ziele als ich. Insofern, da liegt dann wieder der Unterschied. Ah, das ist eine sehr lange Geschichte. Wir hatten einen Brief von einem Menschen, der sich zurückführen konnte auf den Leibjäger des Herzogs zu Braunschweig, zu Ausgang des 30-jährigen Krieges. Aber ich gebe zu, ich bin eine Angeheiratete und mein Schwiegervater ist ein adoptierter Hasenjäger, also gar nicht verwandt. Ja, es gibt ja so eine Armutsgrenze, das liegt, glaube ich, irgendwie bei 940 für eine Person und da liege ich deutlich drunter und ich glaube, sehr viele liegen noch unter dem, was ich habe. Also mein Ex-Mann, der sein ganzes Leben Vollzeit gearbeitet hat, hat aufgrund der schlechten Löhne in Speditionen weniger als ich, wo ich immer nur halbtags gearbeitet habe und auch 10 Jahre ausgesetzt habe. Also es geht schlimmer. Ich fürchte, dass es so weitergehen wird wie bisher und ich denke, mein Anliegen wäre, dass wir zu einem mehr sozialen Niedersachsen kommen, dass vor allen Dingen auch in der Fläche mehr getan wird, dass die Gemeinden nicht aussterben, sondern dass sie so gefördert werden, dass es den Menschen auch Spaß macht, dort zu leben. Und das heißt also ärztliche Versorgung, Nahverkehr und so weiter, Schulen. Jo.